Hallöchen, Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und mich hat vorher der Blitz getroffen mit meinem Pferd, mit meinem Schimmel. Es war nicht so toll, ich dachte, er geht drauf, aber er hat es überlebt, Gott sei Dank. Sind jetzt auch schon hier bei der Hylia-Brücke. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es ist. Aber ich denke, wir werden es noch sehen. Es wundert mich eh. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Nicht, dass es. Das muss die. Es kann nicht anders sein. Aber vermutlich auf der anderen Seite. Wir haben das beste Wetter und es ist mitten in der Nacht. Es ist perfekt, um Erinnerungen zu suchen, aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Hoffentlich kommt der Drache jetzt. Jawohl, das habe ich nämlich gehofft. Andererseits hoffe ich es nicht, weil wenn ich jetzt genau reinfliege. Geh weg. Geh doch mal weg, du Drache. Hornsplitter. Teuer verkaufen, doch es soll eine andere Verwendung geben. Interessant. Vielleicht sind wir hier doch nicht richtig. Ich sehe hier nämlich nicht das, was ich sehen sollte. Ich glaube, ich weiß aber jetzt, wo es sein könnte. Hier ist es definitiv nicht. Schade, schade, schade. Ich hatte gehofft, dass die Möglichkeit besteht. Jetzt haben wir ein Problem, weil ich weiß nämlich nicht, wo die anderen Dinger waren. Obwohl, es könnte hier gewesen sein. Es könnte da gewesen sein. Dann werden wir da mal hinflitzen. Ich hasse diese Jägerbande. Vor allem den dicken, weil der so schwer ist zu besiegen. So schwer zu besiegen ist. Mann, 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 meine Deutsch-Skills sind wieder on top. Ich hole mir jetzt mal die Kiste. Oder auch nicht. Oh, Hilfe! Schade, schade, schade. Ich dachte, ich könnte hier zwei Erinnerungen auf einmal schnappen, aber nein. So leicht ist es dann doch nicht. Ich hoffe nur, dass der Baum der richtige ist. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, wo es war. Könnte es eigentlich ganz leicht noch rausfinden. Oder auch nicht. Da ist mein Pferdi. Zu dem werde ich jetzt mal kurz rüberflitzen. Aber der sieht gut aus, der Baum. Der passt auch perfekt hier rein. Ja, das müsste er schon sein. Das ist nur die Frage, wie komme ich zu dem Baum? Ich bin so ein Pferdeflüsterer. Spaß. Spaß, Spaß, Spaß.
Ist hier eine Brücke? Was ist denn das für eine Höhle? Sieht ja komisch aus. Wieso sind denn da lauter Blümchen? Warte mal, wir haben hier eins. Hier haben wir eins. Dann eins. Wo ist zwei? Zwei ist da hinten. Zwei. Drei. Mein Gott, dieser blöde Penner. Der muss mir doch echt alles kaputt machen, oder? Was macht der hier? Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Komm mal hier raus, Pferd. Hilfe. Lauf weiter, Pferd. Lauf. Sagt mir einer, ich kann nicht reiten. Irgendwie rausfinden, wie ich da hinkomme. Ah ja, okay, dann gehen wir über die Brücke. Gut. Bis dahin ist es dann auch schon wieder hell. Dann ist der komische Jägertyp auch weg. Oh yeah. Ich bin gesprungen. Sehr cool. Da haben wir ganz schön Glück zurzeit irgendwie. So ein bisschen. Ich frage mich, da leuchtet so ein Licht. Das ist irgendwie auffällig. Okay, das ist das einzige Licht, das noch da ist. Hoho, hier waren wir schon lang nicht mehr. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da hochkommen. Und dann so rüberkommen. Ah ja, sehr gut. Obwohl, nee, wir gehen lieber so. Ich glaube, das ist besser. Oder auch nicht. Das war nicht der Baum. Ich glaube, ich lasse mein Pferd mal hier oben stehen. Und gehe dann mal da runter. Es müsste einer von den Bäumen sein. Irgendeiner. Revalis Sturm ist bereit. Es könnte wirklich der sein, weil es sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Bitte, 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 bitte. Und der ist es auch. Warte mal, ich brauche hier mal meinen Erzbohrer. Damit kann ich nämlich das Viech ordentlich... Hä? Wieso kann ich das Ding nicht ausrüsten? Dann mache ich es eben so. Ganz einfach. Und wir haben die Erinnerung gefunden. Yay! Vor allem mit den Schleimis, die sind richtig cool, die passen perfekt dazu. Mhm. Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen.
Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber was, wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was? Was hättest du dann gemacht? Oh Mann. Die arme Zelda. Die arme Zelda. Die hat sich selbst auch so krass unter Druck gesetzt. Irgendwie ist kein Wunder, dass sie ihre Gabe nicht durchführen konnte, oder wie man das sagt. Mich wundert das wirklich überhaupt nicht. Weil wenn du so sehr um irgendwas kämpfst, dann ist es schwer, da nicht so einen krassen Druck drauf zu haben und dann sich selbst nicht zu blockieren. Hoffentlich hat der Luxus will, sonst weine ich. Ich bin nicht umsonst. Toll, ich habe ihn umsonst getötet. Das war nicht so gut. Was ist denn das eigentlich, was da so leuchtet? Das ist nur Efeu. Okay. Auf zu meinem Pferdi! Wo gehen wir denn als nächstes hin? Das müsste ich mir noch raussuchen. Das kommt mir so mega bekannt vor. Ich habe es definitiv schon mal gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, wo. Das auch. Ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Es ist gar nicht mehr so viel, was ich noch finden muss. Das sind doch diese... Ich weiß nicht, wo wir als nächstes hin sollen. Da weiß ich wirklich gar nicht, wo wir suchen sollten. Ich meine, bei dem einen können wir schon mal gucken, wo Berge und Seen sind. Zumindest ein See. Und ich glaube, das ist auch der, da wo es immer so gewitterig ist. Wo diese komischen Pilze in der Luft... diese Pilze nicht in der Luft hängen, sondern im Wasser sind. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber die Gegend haben wir noch gar nicht so erkundet. Vielleicht gucken wir uns aber erstmal das hier an, weil das in der Nähe vom Schloss ist. Das ist nicht so schwer. Wir haben die Seite, okay. Von welcher Seite sehen wir es jetzt? Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall in die andere Richtung. Die Frage ist nur, ob ich mich da nicht hinteleportiere und dann das Pferd hole. Das ist, glaube ich, schlauer, intelligenter. Wo ist denn das Schloss hier? Ich bin fast der Meinung, dass es auf dieser Seite ist. Aber wir müssen es uns nochmal kurz angucken. Nee, vielleicht ist es doch auf der anderen Seite. Okay, andere Seite. Dann lieber diese Seite. Turm der Ebene ist immer gefährlich, wenn man sich so nah hin teleportiert. Dann gehen wir doch mal hier hin. Da ist nämlich gleich der Pferdestall in der Nähe. Dann kann ich gleich mein Pferd wiederholen. Yeah! Auch wenn es gefährlich ist. Ist das die richtige Position? Das könnte schon sein.
Bosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Pferd abholen. Fafnir. Fafnir. Ey, krass, der hat jetzt schon die maximale Zuneigung. Das ist krass. Hi. Fafnir. Der kriegt nämlich jetzt dann noch, ich weiß jetzt nicht, ist es die? Ich glaube fast nicht. Es wäre ein krasser Zufall. Ja. Doch, das ist sie sogar. Yay. Da hast du ja ein Prachtexemplar. Wenn du willst, kannst du bei uns die Ausrüstung deines Pferdes ändern oder seine Mähne umfrisieren. Ja, bitte. Oh, das, was für intelligente Augen, bla bla. Nur die Mähne. Hier, das sieht doch viel schöner aus. Man könnte natürlich auch das hier machen. Das hat sie, glaube ich, gehabt. Das wäre auch süß. Boah, das sieht cool aus. Das wäre geil, aber das kann ich bei ihm nicht machen. Das geht nicht, aber ich finde es mega geil. Das wäre mein Lieblingspferd. Ich glaube, der kriegt die Blütenmähne, einfach nur, weil das das Pferd von der Zelda ist. Sonst hat nämlich noch nie ein Pferd Blütenmähne bekommen. Das ist so süß. Ich weiß nicht ganz, ob das so edel wirkt, aber das ist so freundlich und friedlich und schön. Geh weg, du Kind. Geh doch mal weg. So, wir müssen... Das können wir wegmachen. Wir gehen mal in diese Richtung. Warte mal, da haben wir ein kleines Bäumchen, aber kein großes. Oder? Nee, ist ein großer Baum, aber kein kleiner. Nee, das passt alles nicht so. Das ist der Herr der Wildnis wieder. Den müssen wir uns auch noch holen, fällt mir gerade wieder ein. Mist, was wir alles noch machen müssen, ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, ob das so intelligent ist, da mit dem Pferd rumzureiten, weil da kommen jetzt dann die fliegenden Wächter wieder. Und die sind nicht so leicht zu bekämpfen für mich. Aber warte mal, das könnte auch hier oben sein. Da haben wir den großen Baum und den kleinen dahinter. Gucken wir mal, ob das so aussah. Der sieht schon komisch aus, der Baum. Könnte der schon sein. Ich stelle jetzt mein Pferd hier mal kurz ab. Wenn es mal so gehen würde, wie ich will, dann steht es halt auf dem Berg oben. Wir schauen uns das mal an. Aber ich vermute fast, dass es nicht der Ort, den wir suchen. Es passt nämlich nicht ganz. Irgendwie. Aber ich könnte mich auch täuschen. Also von dem her schauen wir lieber mal nach. Zurückfliegen können wir immer noch. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja, obwohl, so sieht es gar nicht so schlecht aus, aber ich glaube, es ist zu weit weg. Ach so, jetzt sind wir wieder bei dem Pferdedings. Was macht denn der Reiter da? Warte mal, da war ein Stein. Okay.
Jetzt ist er wieder weggeritten. Komisch. Wo reitet er denn hin? Naja, gut. Okay, hier ist auf jeden Fall nicht die richtige Stelle. Wir müssen viel näher ran. Ich weiß dann nicht, ob das so schlau ist, mit meinem Pferd dahin zu reiten, weil ich will eigentlich nicht, dass es drauf geht. Weil es ist mindestens hier irgendwo. Hundertprozentig ist es da irgendwo. Oder hier vielleicht? Da steht mein Pferd auf dem Berg. Sau cool. Sieht voll lustig aus. Wenn so ein kleines Pferdchen auf dem Berg oben steht. Gewitter. Natürlich, was auch sonst. Gott, hasse ich das Gewitter. Stell dich doch nicht so an, du Pferd. Weißt du was? Komm her. Komm. Alles klar, der hat sich auf jeden Fall den besten Weg ausgesucht. Wenn es zu regnen, siehst du halt auch nichts. Das ist das nächste Problem. Ich weiß nicht mal mehr, wo das Schloss ist. Ich hab's gefunden. Oh oh. Ich will doch nur gucken, wo das die Erinnerung ist, Mensch. Hohoho. Hier ist sie schon mal nicht. Oh, mein Pferd brennt. Bin ich hier eigentlich? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Hier ist ein Stein in der Nähe. Interessant. Stirb einfach. Yeah. Sag mal an, ich bin nicht gut. Hier ist doch irgendwo ein Schrein.
Ich weiß nicht, ob mein Pferd vom Blitz getroffen werden kann. Aber ich denke mal nicht. Oder? Yeah. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. Entschuldigung. Na toll. Wie kann mich das Viech hier immer noch erwischen? Hier ist doch irgendwo ein Stein, Mann. Bis dass ich das Viech erwischt habe, kommt der Fliegedings schon zu mir. Wo ist denn der? Oh oh. Gut, dass ich jetzt von zwei beschossen werde. Ganz ehrlich, hier ist es wirklich nicht sehr ratsam, rumzulaufen, wenn man nicht diese antike Rüstung hat. Ich finde den Schrein hier so auch nicht. Jetzt kommt der nächste. Lauf, lauf, lauf. Da ist noch einer. Ich reite jetzt direkt zu einem Wächter. Schön. Okay, okay, okay. Oh nein, bitte nicht. Nein, mein Pferd ist tot. Ich auch gleich. Warte mal, wo ist denn der Pferde-Heini? Verdammte Scheiße. Ich wollte nicht, dass das wichtigste Pferd im Leben meinem Leben stirbt. Nein. Warte mal. Stempel, wo haben wir denn diesen komischen... Die Wächter, die werden dafür büßen, das schwöre ich. Ich bringe sie alle um. Jeden einzelnen. Versteckter Jäger? Nee, da war es nicht. Da war es auch nicht. Ich wusste, dass das nicht gut geht. Und genau aus dem Grund möchte ich eigentlich nie mit meinem Pferd hier irgendwo rumrennen. Weil es immer schief geht. Immer. Ich meine, das ist das erste Mal, dass ein Pferd gestorben ist, aber dass es genau das weiß ist, das finde ich schon wieder voll kacke. Da muss ich hin. Werde ich nämlich jetzt gleich mal wiederbeleben. Gott, ist das ein brutaler Scheiß. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Verdammt, wir müssen jetzt aufhören. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut.